Hallo liebe KSC-Fans, ich würde sagen, den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde, den haben wir mehr als gelegt. Und hier wird jetzt schon der nächste Grundstein gelegt, denn der nackte Mann kommt endlich zurück nach Hause. Wann genau es soweit ist, das erfahrt ihr bei Wildpark Weekly. Außerdem gibt Killer Miller uns ein aktuelles Update aus der Arbeit mit unseren Torhütern. Und Marvin Wanicek macht mit uns exklusiv für Wildpark Weekly einen Karriererückblick, denn am Wochenende gegen den HSV, da haben wir nicht nur einen nervenaufreibenden Sieg gefeiert, sondern auch das 150. Zweitligaspiel von dem 30-jährigen Marvin Wanicek. Uns verrät er, was seine persönlichen Highlights waren und an was er sich vielleicht nicht so gerne zurückerinnert. Wanne, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. 150 Spiele allein in der zweiten Liga für den KSC. Da hat man natürlich viele schöne Erinnerungen, nicht zuletzt an das letzte Wochenende. Was war bisher so dein schönster KSC-Moment? Ja, vielen Dank erstmal. Ja, ich bin schon eine Zeit lang hier, deshalb muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, der schönste Moment war natürlich der Klassenerhalt in der zweiten Liga. Und wenn ich es rausgreifen darf, dann das Derby gegen den VfB Stuttgart, wo ich selber auch einen Treffer erzielen konnte. Da denken wir auch sehr, sehr gerne dran zurück. Allerdings weiß man als KSC-Fan, es gibt nicht nur die Aufs, es gibt auch ganz, ganz viele Ups. Was war bisher so die schwierigste Phase, die du mit dem KSC überstehen musstest aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das war das erste Jahr, wo wir zurück in die zweite Liga aufgestiegen sind. Ich glaube, wir hatten eine schwierige Phase dann mit einem Trainerwechsel, wo Eiche übernommen hat. Dann kam Corona und zu dem Zeitpunkt standen wir tabellarisch nicht so gut. Deshalb, wie ich gerade erwähnt habe, war das so mit das schönste Erlebnis, dann am Ende, am letzten Spieltag, den Klassenerhalt fix zu machen. Ich glaube, das war so mit die schwierigste Phase auch für mich persönlich, wo du natürlich dann schon so ein bisschen ins Grübeln kommst, wenn du eine Zeit lang da unten drin bist. Dennoch war es dann natürlich umso schöner, dass wir in Fürth den Klassenerhalt zusammen feiern konnten. Jetzt seid ihr als Mannschaft natürlich sehr eng zusammengewachsen. Gibt es aktuelle oder frühere Teamkollegen, zu denen du auch privat eine richtig enge Freundschaft entwickelt hast? Ja, generell muss ich sagen, verstehe ich mich mit allen top. Also ich glaube, ich bin ein sehr einfacher, unkomplizierter Mensch. Deshalb habe ich auch sehr viele Freundschaften hier aufgebaut. Wenn ich zwei, drei rausgreifen darf, dann ist natürlich Daniel Gordon, mit dem ich 6 Jahre zusammen spielen durfte, oder 7 waren es sogar. Dann natürlich unseren Kapitän Diego, zu dem ich eine besondere Beziehung die letzten 3,5 Jahre hatte, seit er hier ist. Und sind so die zwei engsten Freunde, würde ich sagen, auch außerhalb vom Fußball. Jetzt geht's morgen, Spiel Nummer 151. Müssen wir wieder so ein Nervenkostüm mitbringen wie gegen den HSV, oder können die Fans sich vielleicht auch ein bisschen zurücklehnen und einfach Fußball genießen? Ja, ich glaube, zurücklehnen ist nicht ganz so einfach in der zweiten Liga. Natürlich erhoffen wir uns einen Dreier hier zu Hause. Wollen natürlich anknüpfen an die Serie, am besten mit einem Sieg. Ich glaube, man sieht für Woche, was in der zweiten Liga notwendig ist, um Spiele zu gewinnen. Deshalb wird Wiesbaden morgen auch kein Selbstläufer. Ganz im Gegenteil, ist eine sehr kompakte Mannschaft. Also wir müssen auf unseren eigenen Ballbesitz aufpassen, weil sie immer gefährlich über Konter kommen. Sind sehr gut organisiert und wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir, wenn wir an unserem Plan festhalten, auch die 3 Punkte im Wildpark behalten. Das klingt doch gut. Wir drücken die Daumen und ich würde sagen, auf die nächsten 150 KSC-Spiele, ne? Vielen Dank. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, die Arbeit, damit der nackte Mann endlich wieder zurück zu uns in den BB Bank Wildpark kommen kann, die mache nicht ich, die machen die fleißigen Bauarbeiter hier hinter mir. Und wie lange es dauert, bis der nackte Mann uns endlich wieder an den Heimspieltagen begrüßt und warum er umgezogen ist, das finden wir mal heraus. David Baird, du bist unser Projektmanager Stadionbetrieb. Nimm uns mal mit, was genau wurde heute gemacht in Bezug auf den nackten Mann? Ja, heute wurde die Asphaltdecke im südlichen Bereich des Stadions aufgerissen, um am Ende einen Grundstein zu legen für die Aufstellung des nackten Mannes. Du hast es schon angesprochen, im südlichen Bereich. Wir kennen den nackten Mann nicht genau an dieser Stelle. Warum kam es jetzt zu einem Wechsel vom Zuhause des nackten Mannes, vom genauen Standort? Genau, damals stand der nackte Mann eher im nördlichen Bereich, im Bereich der alten Gegengerade. Und dadurch, dass die Südtribüne auch die Heimat unserer Fans ist, haben wir uns jetzt dazu entschieden,
den nackten Mann im südlichen Bereich aufzustellen, um da eben eine neue Anlaufstelle für unsere Fans zu schaffen. Also der Grundstein ist gelegt. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Wann ist er denn endlich wieder da, der nackte Mann? Wir planen die Aufstellung Ende Februar, Anfang März. Witterungsbedingt ist es einfach uns nicht möglich, den nackten Mann früher aufzustellen. Alles klar. Wir freuen uns auf jeden Fall, ihn bald wieder hier bei uns im BB-Bank-Wildpark zu sehen. Wenn einer blaues Blut hat, dann ist es definitiv unser Torwarttrainer Markus Miller. Nicht nur, weil er uns in seiner Profizeit königlich in die erste Liga geführt hat, sondern auch, weil er in seiner jetzigen Tätigkeit nach wie vor die blau-weiße KSC-DNA tief in sich verankert hat. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit für ein aktuelles Update aus seiner Arbeit. Killer, bevor wir auf das aktuelle Torwarttraining zu sprechen kommen, muss ich über mein aktuelles Lieblingsthema sprechen, das Spiel am Wochenende. Du hast mit dem HSV auch schon unschöne Erfahrungen gemacht, hattest eine sehr hohe Niederlage unter anderem, warst schon unser Torwarttrainer bei dem DFB-Pokal rausschmiss. Was hat es für dich persönlich bedeutet, dass jetzt endlich die Rechnung auch auswärts beglichen werden konnte? Ja gut, Fußball ist ja ein Tagesgeschäft. Wir angeln uns von Spieltag zu Spieltag, genauso die Leistung der Torhüter. Und die steht für mich im Vordergrund. Wenn die gut performen und wir gewinnen, das ist ein runder Tag. Natürlich hat auch der Sieg in Hamburg so ein bisschen noch ein kleines Bommole. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir wirklich nach so langer Zeit da wieder gewinnen konnten. Zumal das letzte Mal, als ich da spielen durfte, eben auch 7 Tore gefallen sind. Ich wollte es jetzt gar nicht so genau erwähnen. Ja, ich sage aber jetzt nicht, wie die aufgeteilt waren. Aber es war umso schöner, dass jetzt der Sieg da war, ebenso mit 7 Toren. Kommen wir zum aktuellen Torwarttraining. Wenn man da mal zuschaut, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Da haben die Jungs mal Brillen auf, mal gibt es irgendwelche Reaktionsbuttons, dann wird Fußballtennis gespielt. Warum lässt du dir jedes Mal was Neues, Kreatives einfallen? Also grundsätzlich versuche ich natürlich nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern ich versuche es doch, auch wenn es vielschichtig ist, es relativ einfach zu halten. Trotzdem auch mit genug Abwechslung dabei. Das Wichtigste darf nie vergessen werden, die Jungs müssen die Bälle halten und wie wir den Weg wählen, dahin zu kommen, der kann durchaus kreativ sein, deswegen versuche ich es immer ein bisschen abwechslungsreich zu halten. Hast du da ein aktuelles Beispiel, was besonders gut ankam bei den Jungs? Am liebsten würden sie immer Fußballtennis spielen, aber das geht natürlich nicht immer. Jetzt seit Neuestem haben wir ja diese Strobo-Brillen, die ja immer wieder so ein bisschen das Sichtfeld einschränken. Das kommt ganz gut an bei den Jungs. Man darf es natürlich nicht überreizen, weil es dann doch auch auf das Gehirn geht. Das strengt sehr an. Und alles in allem mögen sie auch gerne, wenn eine Ablenkschnur dabei ist oder mal ein Sichtblock dabei ist, ein Philippi-Schild dabei ist. Also da haben wir schon eine gute Palette. Da ist die Torwartabteilung bei uns doch, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Das Thema des Trainingslagers und auch aktuell noch ist ja immer wieder defensive Stärken. Wie würdest du sagen, wie ist die Kommunikation zwischen den Abwehrspielern und den Torhütern auf dem Platz, aber auch im Training? Grundsätzlich, glaube ich, sind wir eine sehr angenehme Mannschaft, eine sehr liebe Mannschaft. Also ich glaube, da können wir in allen Teilen noch ein bisschen kommunikativ zulegen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, jetzt nach dem halben Jahr top eingespielt. Da ist auch egal, wer in der Innenverteidigung spielt oder im Tor spielt, ob es jetzt ein Testspiel ist, Pokal oder in der Liga. Da sind die Jungs schon auf einem hohen Niveau, wo sie sich gegenseitig abstimmen. Gegen Wiesbaden gibt es nicht nur die nächste Chance auf 3 Punkte. Der Spieltag steht auch, wie der letzte, unter einem ganz besonderen Motto, nämlich nie wieder ist jetzt. Gemeinsam mit den Profiklubs erinnert die DFL an die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Aber wir wollen die Gelegenheit nicht nur nutzen, um den Opfern zu gedenken, sondern auch, um in der aktuellen Zeit ein Zeichen gegen Hass und Rassismus zu setzen. Wir freuen uns also auf einen fairen Wettkampf und sehen uns hoffentlich im Stadion.